Schön, dass Sie wieder mit dabei sind beim Mürztal aktuell. Zu Beginn unserer Sendung ein Blick auf die Fußball-WM nach Brasilien. Gestern gab es das zweite Halbfinalspiel zwischen Argentinien und Holland. Kein interessantes Spiel, aber die Argentinier setzten sich nach einem torlosen Spiel inklusive Nachspielzeit beim Elfmeterschießen dann durch. Torwart Sergio Romero avancierte dabei zum großen Helden. Damit steht Argentinien erstmals nach 1990 wieder im Finale einer Fußball-WM. Am Sonntag heißt somit das große WM-Finale im Maracanã Deutschland gegen Argentinien. Vom runden Leder nun zum kleinen Filzball. Zu einer spannenden und abwechslungsreichen Ferienzeit trägt auch im heurigen Jahr wieder der Brugger Ferienpass bei. Spaß, Action und Unterhaltung standen auch beim Tennis heute im Vordergrund. Der Ferienpass im Brugger freut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Heute stand Tennis auf dem Programm. Vor allem dem Nachwuchs werden anhand dieser Schnupperkurse die Türen zum Tennissport geöffnet. Natürlich, der Nachwuchs ist ganz wichtig hier beim ESV Brugg. Wir legen ganz besonderen Wert auf die Jugendarbeit. Wir haben auch einen neuen Jugendtrainer mit dem Lukas Lavic, der auch hier in Verbindung mit dem Lukas Luschnik sich an der Ferienpassaktion beteiligt. Und das ist eine tolle Initiative der Stadt, die wir selbstverständlich als Brugger Tennisverein seit Beginn an unterstützen. Wir haben zwei Termine, wo wir unseren Verein öffnen für Kinder von extern und die mit ihren Eltern an diesem Tag hier bei uns zu Gast sind. Zu Gast sind Mitte Juli einige Tennisfreunde, auch im Hinblick auf die Stadtmeisterschaften. Ja, in der nächsten Woche von 16. bis 19. Juli gibt es die dritten offenen Brugger Stadtmeisterschaften. Das ist ein Turnier, das jetzt schon Tradition in Brugg hat. Wir wollen ja mit unseren Veranstaltungen und mit unseren Turnieren natürlich das Tennis in Brugg beleben, aber in der gesamten Region. Hier können wirklich Tennisspieler aus der gesamten Steiermark teilnehmen und in unterschiedlichen Bewerben, Hobbybewerben im Einzel und im Doppel, bei den Damen und bei den Herren von der Jugend. Bis zu den Senioren werden hier die Brugger Stadtmeister ermittelt. Auch die Ergebnisse in der Meisterschaft können sich beim ESV Brugg durchaus sehen lassen. Ja, sehr stolz bin ich natürlich als geschäftsführender Obmann des ESV Tennis auf die Ergebnisse in der allgemeinen Klasse. Bei den Herren haben wir seit knapp 15 Jahren das beste Ergebnis in der höchsten steirischen Spielklasse der Landesliga A erzielt. Hier sind wir hinter Gleister von dem GRK Dritter geworden. Vor allem unsere Jungprofis Stefan Rettl und Sebastian Ofner, aber auch das übrige Team haben wirklich ganz toll gespielt heuer. Und ebenso stolz bin ich auf unsere Mädels, die ebenfalls in der Landesliga A den Klassenerhalt und Platz 6 erzielt haben. Die erfolgreiche Arbeit im ESV Tennis Brugg trägt Früchte und so kann man sich auch sicher über weitere Erfolge in nächster Zeit freuen. Den Kids hat es auf alle Fälle Spaß gemacht. Tennis ist cool! Und wir laufen sie los. Eine der professionellsten und erfolgreichsten Schulen für darstellende Kunst ist Body Art and Expression. Bereits weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt, feierte man auch im heurigen Jahr wieder zahlreiche Erfolge bei den österreichischen und europäischen Meisterschaften im Bühnen- und Showtanz. Ende Juni wurde der Abschluss dieses erfolgreichen Jahres samt Publikum gefeiert. Das ganze Jahr über trainieren alle Schülerinnen und Schüler hart, es wurden große Erfolge gefeiert, aber auch bei Body Art and Expression geht ein Jahr mal zu Ende. Vor kurzem fand die Abschlussfeier im Freizeitheim Tördel statt. Hier im Freizeitheim Tördel findet heute die Abschlussvorstellung statt, wo groß und klein das, was sie im Schuljahr gelernt haben, präsentieren können. Es ist ein sehr, sehr buntes Programm von den ganz den Kleinen, die sind zwischen 3 und 5 Jahre alt, bis zu den ganz den Großen, umrahmt von den Summery Dancers, den Profis. Das bunte Programm konnte sich sehen lassen, eine Vielfalt an Musik sowie unterschiedlichen Tanzstilrichtungen. Musikalisch
sängerisch als auch tänzerisch ist es ein Querschnitt von der absoluten Klassik, also auch mit klassischer Musik, Orchestermusik bis hin zum Hip-Hop-Break und darüber über Jazz, Modern-Musik, Popmusik natürlich. Wir haben eigentlich alles drinnen und wie gesagt, eben so wie die Musik ist, also von Klassik bis Pop bis zur Moderne, so ist auch sind auch die Tanzrichtungen vertreten. Nicht nur tänzerisch und musikalisch gab es einen Querschnitt, auch die Altersgruppen sind bunt gemischt. Die Kleinste ist 2,5 Jahre, ich glaube, sie wird jetzt 3. Und die Älteste, bei Damen fragt man ja nicht mehr danach, ist erwachsen und Vollprofi. Größtenteils findet man immer wieder eher weibliche Tänzerinnen. Wie schaut's da bei den Männern aus? Wir haben Gott sei Dank keinen Engpass. Also Stefan Janner als ausgezeichneter Solist, bereits mehrfacher Staats- und Europameister, ist jetzt seit Jahren als Mann auf der Bühne und ist, wie gesagt, schon unter die Profis zu reihen. Und der Nachwuchs kommt, das heißt, da sind sehr, sehr viele junge Tänzer da. Unter anderem zum Beispiel Lorenz Luckinger, der sich hier ganz, ganz toll und wacker schlägt. Die Zukunft wird zeigen, dass die Schule Body Art and Expression auch weiterhin immer wieder österreichische und auch europäische Meister in ihrem Genre hervorbringen wird. Immer öfter werden Reisen gleich direkt im Internet ohne Einschaltung eines Reisebüros gebucht. In diesem Fall ist es ratsam, sich genauestens zu informieren. Aber auch in den Reisebüros wächst der Trend für Kurzentschlossene für Online-Buchungen. Gerade am Wochenende, wo die Reisebüros geschlossen haben, fällt Kurzentschlossenen oft ein, spontan eine Reise buchen zu wollen. Online-Buchungen beim Reisebüro ihres Vertrauens sind auch möglich, so zum Beispiel im TUI-Reisecenter am Brucker Hauptplatz. Gerade jetzt in der Zeit, wo die Last-Minute-Angebote sind, die Leute entscheiden sich am Wochenende, so wir fahren jetzt auf Urlaub, Reisebüro hat zu, wir bieten an über die Homepage von der Stadtwerke, Reisebüro, die Online-Buchungen anklicken und sie kommen zu diesen Angeboten, können auch gleich direkt abbuchen. Das heißt, also die tagesaktuellen Angebote sind dann auch gleich gesichert und am Montag zu uns ins Büro und wir besprechen alle Details, die wichtigsten Informationen. Der Kunde hat sozusagen die Möglichkeit, er hat trotz allem einen Ansprechpartner, nicht nur das Internet. Und das ist gerade bei Urlaubsbuchungen sehr wichtig. Die Trends gehen momentan in diese Richtung. Es geht von Italien, von Kroatien als PKW-Reise über Griechenland, Türkei, auch Ägypten wird immer wieder gerne gebucht. Viele sagen derzeit, Griechenland ist vom Preis her schon fast unleistbar. Was ist da dran? Preis-Leistungs-Verhältnis muss man immer überprüfen. Es ist schon richtig, ein Vergleich mit jetzt Türkei oder Ägypten ist Griechenland teurer, aber hat auch natürlich wieder andere Angebote. Wo geht es in Zukunft hin? Glauben Sie, dass trotzdem die Leute eher ins Reisebüro zum Buchen kommen oder doch eher nur die Online-Buchung mehr nutzen werden? Also das denke ich nicht. Ich höre das immer wieder öfters von Kunden, die sagen, ich schaue mir das im Internet zwar gerne an, die Kunden sind vorinformiert, aber haben gerne einen persönlichen Ansprechpartner, einen Partner hinter sich, der auch, wenn irgendetwas nicht funktioniert oder wenn irgendwo ein Problem auftritt, da ist und ihnen dann sozusagen hilft und nicht irgendeine Online- oder Hotline-Nummer. Also in Zukunft ist eine Mischung aus Online-Buchung und Beratung im Reisebüro eine wichtige Komponente für einen schönen und erholsamen Urlaub. Heute war es oft stark bewölkt, den meisten Niederschlag gab es zwischen dem oberen Murtal und der Südsteiermark. Die Sonne zeigte sich nur sporadisch, die Höchstwerte lagen bei rund 18 Grad. Morgen Freitag gehen bei vielen Wolken vorerst noch einige Regenschauer nieder, vor allem zwischen Liezen und Mürzzuschlag. Am Nachmittag lockert es dann ein wenig auf. Nach Frühwerten zwischen 8 und 12 Grad bleibt es auch mit den Temperaturen tagsüber zwischen 17 und 23 Grad viel zu kühl für diese Jahreszeit. Mit diesen Aussichten trotzdem noch einen angenehmen Fernsehabend. Auf Wiedersehen.